Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aquapainter mit der Spur Z in Digital und zwar mit der Anlage Steampunk. Heute geht es um diesen Gleiswendel, den habe ich jetzt mir fertig gemacht und er soll ja in diesen Schrank hier rein, was wir gerade sehen, und ja, da muss ich sagen, dass der Schrank etwas kleiner ist als mein Gleiswendel. Und was kann ich machen? Ich kann ja nicht schlecht den Schrank vergrößern. Ich muss also sozusagen diesen Gleiswendel hier anpassen. Und zwar ist in dem Schrank Platz von, ich will jetzt lügen, glaube 42 cm. Und mein Gleiswendel liegt bei, naja, 46 cm. Das sind also laut Adam Ries dann entsprechend 4 cm zu viel. Und da muss ich natürlich dann entsprechend alles ein bisschen anpassen. Wir sehen da im Hintergrund auch den Originalrahmen des Gleiswendels, weil hier natürlich noch ein Zacken größer ist, weil ja alles mit den Gewindestäben hier verbunden ist. Gut, ab in die Werkstatt. Und in der Werkstatt habe ich das Ganze erstmal vermessen, ausgemessen. Was muss ich machen? Ich muss also im Grunde genommen an der Rückseite und an der Vorderseite, also an der Schrankrückseite und an der Türseite jeweils ca. 1,5 cm abschneiden. Das habe ich mir dann erstmal hier markiert, die größte Stelle des Durchmessers erstmal gesucht und dann entsprechend markiert. Und das Ganze wird dann abgeschnitten und das dann in Form gebracht. Gut, das ist jetzt ein bisschen, das dauert ein paar Sekündchen. Ja, ich habe natürlich im Laufe des Videos nachher alles ein bisschen, wie soll ich sagen, in Zeitraffer-Modus laufen lassen, sodass wir uns jetzt nicht alles in Originalgeschwindigkeit angucken müssen. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen sehr, sehr langweilig. Auf jeden Fall ist das, wie wir sehen, ein dreistufiger Wendel. Ich muss mal sehen, wie hoch ich ihn gehen lassen werde zum Schluss. Ob ich ihn vielleicht, ja, ich denke mal so 6,5 cm pro Umdrehung werde ich wahrscheinlich machen. Und ich komme unterm Strich nachher zum Schluss, glaube ich, zu sagen jetzt, dass es so 2,5 Umdrehungen sein werden. Also ich schätze mal, dass ich damit so 15 cm überbrücken kann. Und wer sich erinnert an die Bahn von der ersten Folge, da ist ja der Hintergrund ein wenig ja, höher gesetzt. Die ganze Bahn soll ja höher sitzen, als eigentlich zu sehen ist. Und entsprechend dann die, ja, dann die 15 cm müssten völlig ausreichen. Ich sag mal so, wenn das nicht ausreicht, dann kommt da noch irgendwo ein Wendel rein. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen würde. Aber machbar ist es. In den Schrank, den wir eingangs gesehen haben. Jetzt sind wir hier übrigens bei dreifacher Geschwindigkeit. Da geht das alles ein bisschen schneller. Das hat ja auch eine Weile gedauert, hier alles das zu machen, anzuzeichnen. Jetzt mache ich gerade die Schrauben erstmal auf, weil der Gleiswendel ist ja verschraubt und geklebt. Und es ist so, dass immer eine Umdrehung pro Wendel an einem Stück Holz ist, sozusagen. Und das löse ich jetzt hier. Drunter sind natürlich auch noch dann die Kleber, also der Holzkleber auch noch fixiert. Das muss ich dann auch noch lösen. Das habe ich dann mehr oder weniger abbrechen müssen. Ging leider nicht anders. Was heißt abbrechen? Der Kleber klebt natürlich so fest, dass die oberste Schicht des Sperrholzes da ein bisschen leidet. Aber ich sage mal, wenn man es an der gleichen Stelle wieder verklebt, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Ja, hier schneide ich es jetzt mit meiner Dekopiersäge gerade ab. Das macht sich an sich recht gut. Ich habe da so eine Schnellsägeblätter drin. Die haben einen sehr, sehr guten Kompromiss zwischen Schnellsägen und sehr Feinsägen. Also man sieht es ja auch hier, es arbeitet sich wirklich hervorragend. Ich habe erst überlegt, das mit der Kreissäge zu machen, aber dann habe ich überlegt, nein, warum? Das geht eigentlich mit dieser Säge ganz wunderbar. Hier sehen wir schon wieder, wie ich alles gesägt habe. Jetzt wird es verklebt. Hier haben wir gerade die Stelle gesehen, wo das alles ein bisschen ausgefranst war, beziehungsweise wo die oberste Schicht von dem Sperrholz ein bisschen gelitten hatte. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Ich klebe das ja an der gleichen Stelle wieder zusammen, da wo ich es vorher im Grunde genommen abgebrochen habe, kann man ruhig so sagen. Ja, nun kommt das Ganze fixiert mit Klemmen, jetzt der letzte Wendel noch mit drauf und dann entsprechend Kleber ein bisschen verstrichen. Und dann muss der ganze Quatsch ja sowieso ein bisschen trocknen im Anschluss. Und ja, jetzt wie gesagt der obere Teil mit rein, Kleber ein bisschen breit gemacht und aufgesetzt. Wie gesagt, dreifach beschleunigt ist das alles schon ein bisschen moderater, also wenn man das jetzt hier
auch in kleinen Schnipseln machen würde. Gut, eine kleine Zeitblende jetzt hier drin. Ich habe das leicht antrocknen lassen, da ich mich dann doch entschieden hatte, das im Grunde genommen mit den Schrauben jetzt schon zu fixieren, da der Kleber ja auch in die Schraubenlöcher von innen eindringt. Und da hast du ja dann den Effekt, dass die, wenn der Kleber richtig hart ist, das kennt man ja, ich meine, wir hatten wahrscheinlich alle schon mal Holz geklebt haben, dann kriegst du die Schrauben in die Löcher nicht mehr rein. Dann musst du natürlich bohren. Und wenn diese Kreise so übereinander hängen, wie das hier der Fall ist, da kannst du keine, da kriegst du keine Bohrmaschine eingesetzt. Und dann versuchst du da das reinzubohren und ach nee, komm. Deswegen, solange der Kleber noch halbwegs flüssig oder nicht flüssig war, aber zumindest nicht hart war, könnte man das Ganze doch noch die Schrauben eindrehen. War ein bisschen schwierig, das waren diese Imbusschrauben und ja gut, jetzt habe ich hier eine neue Schrankplatte für innen. Das heißt, das ist das gleiche Holz, was im Grunde genommen der Schrank hat, so dass es von innen auch ein bisschen nett ausschaut. Habe mir die Punkte angezeichnet, wo dann jetzt die Gewindestäbe reinkommen. Die Platte ist ein bisschen kleiner, der Gleiswendel steht also innerhalb des Schrankes etwas weiter vor als die Einlegeplatten. Das ganz sicher sehen wir es ganz gut im Vordergrund. Da fehlt im Grunde genommen ein Loch und da steht das ein bisschen weiter vor alles. Aber das ist nicht weiter wild, da ich dann von unten kleine Platten, wir sehen sie hier im Hintergrund kurz vor der Säge liegen, kleine Platten ansetzen werde. Hier habe ich getestet, wenn ich jetzt die Muttern drunter setze, dass das Ganze dann praktisch auf den Brettchen noch aufstehen wird und nicht auf den Schrauben steht, weil im Schrank selber ist drunter unter dieser Platte nochmal eine Glasplatte. Die ist recht stabil, aber das gibt ja dann, ich sag mal, wenn die Züge rüberfahren, vielleicht nachher ein klirrendes Geräusch oder wie auch immer. Und das muss ich nicht haben. Ich werde wahrscheinlich sogar unter diese Brettchen, die ich jetzt hier so drunter setze, testweise, werde ich wahrscheinlich nachher noch Kork drunter kleben, so dass das Ganze ein bisschen gedämpfter dann sein wird irgendwo. Mein Plan ist ja auch, unter dieser Wendel eine Art kleinen, klitzekleinen Schattenbahnhof zu setzen, wo die Züge dann später unten verschwinden und dann eingeparkt werden können. Das wird natürlich jetzt, wie man sehen kann, nicht riesig werden, aber meine Zuggarnituren sind ja auch nicht so groß, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Spur Z und lange Waggons finde ich, gefällt mir überhaupt nicht. Weil wenn man relativ kleine Kurven hat und setzt dann große Waggons oder lange Waggons drauf, dann finde ich die Optik, wie dann die Züge in dem mittleren Segment des Waggons über den Gleisrand rausstehen, gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich von Anfang an entschieden, bei dieser Anlage kurze Waggons einzusetzen, gerade für die Personenwaggons. Bei den Güterwaggons geht das eigentlich noch. Aber bei den Personenwaggons, das gefällt mir überhaupt nicht mehr. Ja, hier sehen wir jetzt schon, wie die Wendel im Grunde genommen soweit Form annimmt oder angenommen hat. Hier ist übrigens jetzt die, wo ich die Platten drunter klebe. Und dass das dann im Grunde genommen die vorderen Gewindestäbe auch noch mit das Ganze tragen können. Und dadurch, dass ich das ja festklebe, tragen die das genauso gut. Die stehen, wie gesagt, nachher leicht über im Schrank. Also die haben nur im hinteren Bereich eine tragende Funktion. Aber ich, wie gesagt, es geht wunderbar. Also, und die kleinen Spur-Z-Züge, die sind ja nun wirklich nicht schwer. Und ja, von der Seite ist das durchaus vertretbar. So, jetzt die zweite Platte noch rangemacht. Danach das Ganze kleben gelassen. Über Nacht wieder wohl bemerkt. Oh, bisschen verstrichen. Drunter gesetzt. Zwinge rangemacht, Schnellspannzwingen, oh Gott, sind dann natürlich die erste Wahl, wenn man da alleine arbeitet. Und ja, wie gesagt, trocknen lassen und am nächsten Morgen dann Sonne aufgegangen, haben wir jetzt hier die Wendel laufen. Hier sehen wir wunderschön nochmal die abgesägten Teile dran, stört überhaupt nicht, das heißt, wir fahren wirklich innerhalb dieses Bereiches mit unseren kleinen Zügen noch lang. Das heißt, es ist genug Platz, dass die Züge nirgendwo irgendwie anstoßen oder irgendwie da anrempeln können. Klappt wunderbar, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, im Grunde genommen war es das schon. Ich freue mich, dass du das bis hierhin angeguckt hast. Und dann würde ich sagen, schau wieder rein, wenn du es noch nicht gemacht hast. Abonniere doch meinen Kanal, dann kannst du die Bahn komplett erleben, wie ich sie aufbauen werde.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn du eine Meinung hast, eine Frage, eine Anregung, schreib es in die Kommentare rein. Ich reagiere auf jeden Fall drauf. Ich freue mich drauf. Und wenn du dann noch die Glocke machst, dann kriegst du auch die aktuellen Benachrichtigungen mit, wenn ich mal ein neues Video hochlade. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut, euer Aquapainter. Ciao. Thank you.